Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Biohazard. Und jetzt, wollen wir hier schauen, bei dem Haus. Starke flüssige Chemikalie, sehr nett, vielen Dank dafür. Von der anderen Seite verschlossen. Dann versuchen wir unser Glück mal hier oben. Schatzfoto. Bei einem Klo ist ein Schatz. Na, das ist ja schön. Das ist ja ein sehr toller Schatz. Hat wahrscheinlich uns die Mutti hinterlassen. Kraut. Sie haben nicht genug Platz. Wir haben keinen Dietrich. Wir haben nicht genug Platz. Ich glaube, Feuer hilft bei der vielleicht ganz gut, aber ich rüste, glaube ich, doch erstmal die Schrot aus. Wo ist denn Mama? Mama! Mama ist nicht da. Brenner Kraftstoff. Wie die Mutter oder sowas von rauskommen wird, wenn ich irgendwas gemacht habe. Das Mutter. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Kommt jetzt hier raus? Was hat die da? Das wird keinen Zweck haben. Ich hab die. Steh auf. Was bist du für ein ekelhaftes Biest? Finde. Alter, wie viel habe ich da jetzt schon reingedonnert? Die lebt immer noch. Kommt ja auf einmal um die Ecke gekrabbelt. Ja, ich muss langladen. Aua. Oh.
einfach tot, okay? Laterne. Alter Schwede. Okay, wir haben die Laterne. Brennerkraftstoff. Entriegelt. Okay, wir kommen jetzt also hier raus. Alter Schwede. Das war also Mutti. Ich hoffe, die bleibt auch wirklich tot. Aber ich glaube ja. So wie die zerrieselt ist. In 1000 Einzelteile. Brennerkraftstoff, sehr schön. Brennerkraftstoff. Findet man hier ganz schön viel. Hat ja aber auch seinen Grund, ne? Pistolenmunition. Sie haben nicht genug Platz. Scheiße. Ich brauche ganz dringend mehr Platz. Okay, ich muss Sachen ablegen und nochmal wiederkommen und den Rest mitnehmen. Hier unten lag ja auch noch überall was. Was wir nicht mitnehmen konnten. Hm. Flüssige Chemikalie. Okay. Ich gehe mal ganz kurz Scheiße wegbringen und komme dann nochmal wieder. Da komme ich jetzt rein, hoffentlich, oder? Ach, hier war ich schon drin. Okay. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay, wir gehen einmal ganz kurz Mist wegbringen. Holen nochmal kurz die restlichen Sachen und dann gehen wir die Laterne wegbringen. Das heißt wegbringen, na, halt an den richtigen Ort hängen und dann nach oben ins Schlafzimmer gehen. Das ist dann halt unsere nächste Aufgabe. So, das kann weg, das Schatzfoto kann weg, die Dings können weg, der kann weg. Krähenschlüssel. Brauchen wir den jetzt gerade für irgendwas noch? Gibt es noch irgendwo Krähen? Tür, die wir jetzt nicht geöffnet haben? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen. Ach komm, ich lasse ihn nochmal im Inventar. Nur für den Fall Schatzfoto. Warte mal, war das Schatzfoto hier? 44er Mag-Munition. Schatzfoto war da. Wie schön. Aber wir haben noch keine 44er Mag, also kann ich auch hier drin bleiben. Brennerkraftstoff haben wir eigentlich noch genug. Haben wir eine antike Münze gefunden? Ich glaube nicht, ne? Kurz gucken. Nein. Okay, ich speichere das Ganze einmal auf jeden Fall. So. Das ist wichtig. Wir sind da bei der Mutter ja tatsächlich relativ gut durchgekommen. Muss man ja einfach mal so gestehen. Da hatten wir ja wirklich absolut gar keine Probleme. Was mich ehrlich gesagt wundert, dass die uns nicht malträtiert hat mit ihren 1000 Viechern. Aber gut, kann ich mitleben, wenn das so einfach geht. Na gut, wir spielen ja auch tatsächlich auf einfach, muss ich sagen, weil ich... Weiß ich nicht, ich hatte irgendwie eher Lust, das Spiel zu erleben, anstatt tausendmal die Sachen alle gleich, alle nochmal zu machen, weil ich tausendmal verrecke, weil es zu schwer ist. Ne? Irgendwie deswegen, ich wollte lieber das Spiel erleben. Ich meine, Horror ist es ja trotzdem, obwohl, ganz ehrlich, ich... Ich finde es nicht so horrormäßig. Geht das nur mir so, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist, finde ich, also es ist Horror, klar. Aber es ist jetzt nicht so Horror. Oh, Brennerkraftstoff. Habe ich übersehen. Nice. Weißt du, aber es ist jetzt halt nicht so horrormäßig. Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht stehe ich da ziemlich alleine mit. Viele fanden es ja wohl sehr gruselig, so wie ich das so mitgekriegt habe. Aber na gut. Ich glaube, ich habe irgendwas jetzt bestimmt liegen lassen, aber egal. Oh, ich habe da übrigens einen Pickel. Da so. Wollte ich jetzt gerade nochmal anmerken, da man es ja sieht. Boah, sind wir aber echt voll. Boah, ist ja rot. Krasser Scheiß. Okay. Tut eigentlich nichts zur Sache, aber ich wollte es nur mal erzählt haben. Okay, wir bringen uns jetzt nochmal den Rest weg, den wir gerade gefunden haben.
Gut. Und jetzt bringen wir die Lampe weg. Okay, okay, okay. Ach, die war ja auch gar nicht hier. Ich bin ja auch wieder blöd. Da lang war die Lampe. So. Da möchte ich jetzt gerade ungern reinfallen. Mutti kann nicht mehr kommen. Krähenschlüssel. Ach, ich wollte gerade sagen, hier passt er, aber hier waren wir ja schon. Ich bin ein Genie, kann man so quasi sagen. Hier war ich hier nicht. Das war jetzt gruselig. Dass da jemand auf dem Klavier gespielt hat, war gruselig. Wo gehen wir jetzt gerade hin? Kinderzimmer. Och nö. Die Lampe hör auf zu flackern, das ist nicht cool. Doch nicht ins Kinderzimmer. Der obligatorische Ball, wie in jedem Kinderzimmer. Family, my family, my family. Evelyn. Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo gleich dieses kleine Mistvieh. Hier kommt doch gleich irgendwas. Aus dem Schatten gesprungen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach nein, wirklich. Wie gut, dass es aufgefallen ist. Das wäre mir jetzt, also ohne den Zettel hätte ich jetzt nicht gewusst, dass hier etwas nicht stimmt. Die Lampe. Bleib fort. Also, ich würde ja gern, aber... Das Spiel schickt mich nun mal dahin. Kurz gucken, wohin wir gehen. Zimmer für Hausarrest. Ich sag doch, da müssen wir noch hin. Das ist schon fies hier, das Bett hier so. Was soll mir das jetzt sagen, dieser Zettel? Ich raff's ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Das sollte der Zettel mir wahrscheinlich sagen. Und wer bist du denn? D-Seriennamen. Hübsch bist du auf jeden Fall.
Ja, ich pack dazu. Ich pack dazu, gleich pack dazu. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Die Serienarm. Ist auch nur leicht gruselig. Ich bleib hier. Ich geh nicht raus. Ich will nicht raus. Was hat die hier gemacht? Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Stirb, stirb, stirb. Ich will hier raus, 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 ich will hier raus. Ich will hier raus, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mädchen, wo bist du? Tschüss, ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Aber die Zeit nehme ich mir. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Na gut. Sie wartet im Wohnwagen. Dann wollen wir da auch mal hingehen. Und sie nicht länger warten lassen. War es hier raus? Das war, glaube ich, hier raus, ne? Ja. Oh mein Gott, ey. Das hat mich gerade tatsächlich so ein bisschen nervös gemacht, muss ich sagen. Zoe ist schon mal nicht hier, aber sie ruft wenigstens an, wie nett. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Das Schwein war im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Was wartet im Zerlegungsraum auf mich? Das lege ich mir eben ab. Und wir speichern mal eben. So. Okay, wir gehen jetzt also nochmal in den Zerlegungsraum. Ich freue mich sehr. Mal gucken, was da auf mich wartet. Und was für eine Aktivität hat er für uns vorbereitet? Das wird ja auch noch ganz interessant.
Hier dürfte ja theoretisch nichts kommen. Theoretisch. Okay, wo war der Zerlegungsraum? Moment. Werkstatt, Ballerraum, Zerlegungsraum ist jetzt wahrscheinlich hier lang, ne? War das ja? Das war hier lang, oder? Ja, war hier lang. Umi ist wieder zu Besuch. Wie schön. Ich freue mich sehr. Ich will eigentlich... Wir haben 24 Schuss für das Ding. Okay. Warum auch immer wir das haben. Woher auch immer. Die Todesart muss, eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Ein absäulicher, scheußlicher Gestank. Er fängt schon an zu verwesen. Ah, das ist der Deputy mal wieder. Was haben wir da? Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen dieses Schweins. Das Hemd bleibt natürlich schön weiß, ist klar. Schlangenschlüssel. Ich weiß auch noch, wo eine Schlangentür, meine ich, war. Was ist bei euch beiden denn los? Dann werde ich auch meinen. Ist ja mal Ruhe hier. So, ich weiß noch, wo eine... Och, ist das dein Ernst? Mein Gott, ey. So. Oh, jetzt haben wir 4 Munition hier verbraten, aber egal. Hier war nämlich eine. So. Mal gucken, wo die gleich hinführt. Hier gucken wir auch mal rein, nur so für den Fall. Nee, nichts Neues da. Hätte mich auch gewundert. So. Ah. Hier sind wir. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Ich glaube, hier lang war es raus, ne? Lauf, 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 lauf. Da war auch gerade irgendwas. Oh, da war irgendwas. Da war irgendwas. Okay, wir sind sicher erstmal. Krähenschlüssel kann, glaube ich, weg. Karte mal ganz kurz gucken. Wir haben noch irgendwas. Waschraum ist nix. Warte, UG, erstes Obergeschoss. Schlafzimmer der Eltern. Okay, das Schlafzimmer der Eltern ist unser nächstes Ziel. Da brauchen wir, können wir nämlich noch den Schlangenschlüssel verwenden. Das machen wir natürlich auch. Heute noch, glaube ich. Da gehen wir einfach jetzt schon hin. Würde ich fast sagen. Da unten müssen wir nicht mehr rein. Hoffe ich. Ach komm. Scheiß drauf, ich laufe einfach durch. Ja. Nein. Oh fuck. Das
Das will ich auch meinen. Dass du da schön brav liegen bleibst. Es ist kaputt. Ich hätte gedacht, das klappt zu, wenn man anfängt damit zu spielen. April. Olivia hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke, wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Welche Trophäe? Was? Flintenmunition. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mir mit einer komischen Maschine ein Foto vor meinen Kopf gemacht. Dann hatte ich Mami ein Puzzle mit Spielzeug angekauft mit 259 Teilen. April, doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meinem Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Eine Trophäe, aber keine Fernbedienung. Keine Fernbedienung. Junioren-Erfinderwettbewerb 2. Platz. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft 1998. Nix. 3. Platz, 2. Junioren-Erfinderwettbewerb. Chemikalien, warum nicht? Ein Fußball. Ein Dietrich. Ein Dachboden. Hat sich ausgewackelt hier. Sie haben nicht genug Platz. Stimmt, da hat er recht. Happy Birthday Tape. Nicht genug Platz. Moment, kurz schauen. Na, nicht ganz. Nee, das muss schon so rum sein. Jetzt. War nur noch nicht genug. Na gut, kann ich mitleben. Eine blaue Keycard. Aber wir haben nicht genug Platz. Okay, das heißt, wir gehen erstmal, würde ich fast sagen. Und bringen mal kurz ein bisschen Müll weg. Gehen wir am besten in den Wohnwagen, weil da können wir uns dann nämlich auch gleich Le Tape ansehen. Würde ich sagen, ist glaube ich die beste Idee. Moment. Da können wir eben schnell den Stangenschlüssel verwenden. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann ist die Tür wenigstens schon mal offen. So, aber reingehen tun wir noch nicht. Weil da ist glaube ich mit dem Schlafzimmer der Eltern glaube ich hinter, weil das war es ja jetzt nicht. Moment, wir gucken nochmal ganz kurz. Warte, ich bin hier hochgegangen.
Ja, ich bin okay. Ja, okay, Start zum Eltern, genau. Da gehen wir noch nicht rein. Erst holen wir uns dann gleich nochmal kurz das blaue Keycard, die ja schon lag gerade. Aber vorher gucken wir natürlich auch noch kurz das Tape an, was wir jetzt gefunden haben. Kurzer Prozess, würde ich sagen. So, wir entrümpeln uns kurz einmal. Zack. 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 Hallo? Zack. Ich wollte gerade sagen, da geht nichts mehr rein. Das wäre es jetzt natürlich noch, ne? Nein. Okay, Happy Birthday Tape. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Vorher speichern wir einmal. Ja. Und sagen natürlich aber auch nochmal, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Resident Evil 7, Resident Evil Biohazard. Bis dahin. Ciao.